Hallo zum heutigen Wochenschau-Spezial. Denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, startet am kommenden Wochenende unser neues Projekt Karrierestart.tv. In kurzen Videos stellen euch dort Lehrlinge aus der Region ihre Ausbildung einmal näher vor. Und ich gebe euch heute schon ein paar kleine Einblicke. Doch bevor es losgeht, noch eine aktuelle Meldung. Landwirte demonstrierten am Donnerstag in Visbek beim Besuch von Umweltminister Stefan Wenzel. Dieser informierte sich vor Ort über das Messverfahren zur Ermittlung des Nitratwertes im Grundwasser. Streitpunkt ist die geplante Neufassung des niedersächsischen Wassergesetzes, das vorsieht, einen Streifen von 5 Metern am Ackerrand für den Gewässerschutz zu reservieren. Hi, ich bin Felix und mache meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beim Autohaus Andersen Fechter. Und je nachdem gehe ich dann später zum Meister, der gibt mir dann die Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt die Reifenmaschine, Reifen ausfuchten. Ich war auch am Anfang sehr schüchtern und hier merkt man schon, auf dem Bau kriegt man dann schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Also das finde ich auch schon, das lernt man auch hier. Nicht nur das Handwerk, sondern auch vom Menschlichen her. Also ich finde, als Frau kann man sich auch ordentlich durchsetzen und die Jungs helfen einem ja auch. Also Mathe ist sehr wichtig, mit dem Messen und so weiter für Küchen ist sehr wichtig Mathe. Sport finde ich sehr gut, weil man trägt ja eine Garnitur hoch. Und mit den Kollegen gut auskommen, das ist sehr wichtig. Oder es kommen halt Kunden rein und dann sitzen die vor mir und erzählen mir halt, wo sie gerne hin möchten. Dann schaue ich mit denen direkt über die verschiedenen Buchungssysteme, schlage denen verschiedene Hotels vor, wo die liegen. Dann sagen die natürlich auch, was sie bevorzugen, ob die gerne einen Pool hätten oder ein extra großes Zimmer. Also man muss halt immer individuell auf die Kunden eingehen. Dann denke ich auch schon, oh, jetzt würde ich gerne mitreisen. Aber ich freue mich natürlich, weil das ist für die Kunden der schönste Urlaub oder die schönste Zeit im Jahr, so eine Auszeit zu haben. Und ja, also ein bisschen Fernweh hat man dann schon, aber man freut sich natürlich für die Kunden, sie in den Urlaub zu schicken. Wer mit seinem Unternehmen ebenfalls bei Karrierestart vertreten sein möchte, der meldet sich am besten direkt bei unserem Anzeigenleiter Vincent Koss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß mit karrierestart.tv und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche oder mal bei einem Videodreh.